Ja, hallo. Zunächst Glückwunsch zum Sieg. Im ersten Heimspiel natürlich immer bedeutend und total unnötig von unserer Seite aus natürlich, ja, weil wir einfach die erste Halbzeit komplett dominiert haben, mit und gegen den Ball. Letzte Woche habe ich noch gegen Linz gesagt, als wir zur Halbzeit 0-1 zurücklegen sind in der zweiten Liga, liegst du dann auch 2 oder 3-0 zur Halbzeit zurück. So hätten wir es dieses Mal ausstellen können. Wir hatten die Torchancen, wir hatten die klaren Situationen, letzter Pass nicht gut gespielt. Das war ärgerlich, ja, und in der zweiten Halbzeit hat Kiel das Ding dann mit Reed da vorne drin gedreht und auch mit dem Zweikampfverhalten. Ja, und das ärgert mich natürlich, ja, weil da war jetzt nichts, dass sie uns spielerisch an die Wand genagelt haben, sondern das war einfach viel Emotionalität, so gut die Zuschauer gepfiffen haben in der Halbzeit. Da haben sie wieder zurück ins Spiel geholt und das ist natürlich ärgerlich. War ein sehr, sehr unnötiger Dreier. Ja, vielen Dank. Und damit kommen wir dann zum Statement unseres Cheftrainers Marcel Rapp. Marcel, dann zähl mal bitte. Ja, ich sage schon mal vielen Dank. Für uns war es das erwartete Spiel gegen eine Mannschaft, die gut strukturiert ist. Wir wollten fußballerische Lösungen haben, aber es ist nicht so einfach gegen einen kompakten Gegner. Und dann war es einfach das Spiel so im Mittelfeld. Wer gewinnt die Zweikämpfe, der hat Überhand. Ich glaube, bis zum Tor, was aus meiner Sicht ein Stück weit ausgeglichen werden, auch ein paar Momente, wo ich sage, okay, wenn wir den Zweikampf gewinnen, dann ist hinten alles offen. Nach dem Tor fand ich, war dann Fürth ganz klar die bessere Mannschaft bis zur Chance von Hauke Wahl, wo wir hätten, glaube ich, auch einen Ausgleich machen können. Und zweite Halbzeit war es dann so, dass wir, glaube ich, gerade die Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen haben mit Ochi Fried, der die Bälle gut gesichert haben und haben dann, glaube ich, auch aus meiner Sicht verdient das Spiel gewonnen. Ja, vielen Dank, Marcel. Und damit kommen wir dann zu den Fragen der Kollegen von der Presse. Wir reichen das Mikrofon. Erste Frage. Ja, Marcel, beide Trainer haben es gesagt, dass das Spiel sich deutlich verändert hat mit der Hereinnahme von Finn Porat und Ochi Vrid auch bei euch. Nun haben in der ersten Halbzeit zwei andere gespielt, Jonas Sterner und Marvin Ubuz. Warum hast du dich für die beiden entschieden? Und zweite Frage sozusagen direkt hinterhergeschoben. Zeigt es dann doch, dass man in der zweiten Liga vielleicht dann doch mehr die älteren, die erfahrenen Spieler braucht, wie ein Finn oder wie ein Ochi, um auch vor allen Dingen gegen physisch starke Mannschaften wie Greuther Fürth zu gewinnen? Ja, die erste Frage, die haben sie einfach verdient zu spielen, weil sie gute Leistung gebracht haben. Und dann muss man die Jungs einfach auch mal diese Erfahrung spüren lassen, wie das ist, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Weil ich glaube, wenn sie auf der Bank sitzen, werden sie das nie erleben und werden sich auch nicht entwickeln. Und dann ist es trotzdem folgerichtig, wenn die Leistung dann nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Wenn man vielleicht auch nicht in die Räume kommt, wo wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben, dann muss man einfach als Trainer auch reagieren. Und dann kommt Ochi Fried und Finn Porat rein. Dann ändert sich das Spiel. Aber trotzdem ist es ja ein Stück weit auch der Weg von Holstein Kiel, auf junge Spieler zu setzen. Und dann müssen die auch mal solche Erfahrungen sammeln. Ja, weitere Fragen der Kollegen. Dann lege ich nochmal nach. Im Trainingslager habt ihr ausgiebig Standards geübt, vor allen Dingen mit deinem Co-Trainer Alex Hahn. Heute fallen zwei Tore nach Standards, beide auf dem ersten Pfosten, wenn man bei dem zweiten jetzt mal von beziehungsweise beim ersten vom Standard reden kann, resultiert ja auch daraus. Geht dir da als Trainer das Herz auf, dass das dann auch so klappt, in der Art und Weise, wie man es trainiert und einübt? Ja klar, also ich glaube, jede Mannschaft trainiert Standards, aber dann haben wir, je nachdem, was für Spieler auf dem Feld sind, ist natürlich auch dann die Qualität ein Stück weit entscheidend. Ich glaube, wir haben viele Kopfballspieler jetzt auf dem Feld im Moment. Wir haben gute Standardschützen und dann freut es einen natürlich ungemein, wenn es auch Früchte trägt. Ja, vielen Dank. Dann schauen wir nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Dann bitte ich ums Handzeichen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann recht herzlichen Dank und das war es hier aus dem Holsteinstadion. Wir wünschen unseren Gästen aus Fürth eine gute und vor allen Dingen sichere Heimfahrt. Dankeschön.